Lukas, die Weiße. So hatte Leuka den Seeleuten scheinen sollen. Sie erkannten ihre unverkennbare Gestalt, sobald sie im Kanal von Otranto einfuhren. Leuka gehört zum Gebiet von Castrignano del Capo. Santa Maria di Leuca ist einer der schönsten Küstenorte der Salentinischen Halbinsel, der Südspitze Apuliens. Die religiöse Vokation Leucas zeigt sich schon in alten Zeiten. Insbesondere entstand ein Heiligtum bei den Klüften der sogenannten Grotte Porcinara, das Zeus Bados gewidmet war. Hier ließen die Seemänner die Richtung Adriatisches und Ägäisches Meer fuhren, im Laufe der Jahrhunderte ihre Opfergaben, um sich bei den Göttern und dem Schicksal einzuschmeicheln. Es war während der Verbreitung des Christentums, als die Bewohner von Leuca sich zunehmend dem Marienkult zuwandten. Die Ortschaft wurde im Laufe der Zeit Pilgerziel und tausende von ihnen kamen von Westen zum Fuße des Altars des heiligen Maria de Finibus Terre. Um den Wallfahrtsort von den feindlichen Angriffen aus dem Meer zu schützen, verstärkten die Bischöfe von Alessano den Aufbau des Gebäudes. Im Inneren der Basilika kann man noch heute die prächtige venezianische Leinwand der Madonna mit dem Kind bewundern, die im Laufe der Zeit von vielen berühmten Pilgern besucht wurde, unter denen auch Papst Benedikt VI. War, der im Jahr 208 nach Santa Maria di Leuca kam. Dem Gebäude gegenüber ragt der Leuchtturm der italienischen Marine empor, der auf die Ruinen des alten Warnturms auf Geheiß Philipps II. Erbaut wurde. Er wurde 1866 errichtet und ist mehr als 40 Meter hoch und ragt über den Meliso-Klippen 102 Meter aus dem Ionischen Meer. Von hier aus kann man die bezaubernden Wucht von Leuca bewundern, die inmitten der beiden Felsvorsprünge Meliso und Ristola genannt eingebettet liegt. Der touristische Hafen mit seinen zahlreichen Booten liegt an der Seepromenade Cristoforo Colombo und bietet den Besuchern ein zauberhaftes und unvergessliches Panorama der Ortschaft. Zahlreiche Villen charakterisieren die Landschaft von Leuca. Sie wurden zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert entsprechend der Gewohnheiten mit einem eklektischen Geschmack gebaut. Die Villen, die von den salentinischen Adligen als Sommerresidenz genutzt wurden, sind prächtig und faszinierend. Sie spiegeln verschiedene architektonische Stile, die von berühmten Architekten wie Achille Rossi, Giuseppe Ruggeri und Carlo Luigi Arditi aus Castelvetere gezeichnet und erbaut wurden. In Leuca gibt es noch heute mehr als 40 historische Villen, die mit ihren seltsamen Stilen die anmutige Küstenlandschaft verzieren. Die Pfarrkirche Jesu Christi entspricht voll dem städtischen Eklektizismus Leuca. Sie wurde vom Ingenieur Pasquale Ruggeri geplant und erinnert die mittelalterliche Architektur, der Bau stammt aber aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die Innenräume sind prächtig und haben ein imposantes System von Pfeilern. Die ausgemalten Kirchenfenster mit den heraldischen Wappen der Adelsfamilie von Leuca schmücken das Gebäude. Leuca hat eine jahrtausendealte Geschichte. Die Ortschaft stellt die Südspitze des Salentos dar. Von dieser Landzunge kann man den alten Schar, diesen letzten Stück Landes zwischen dem Ionischen und Adriatischen Meer bewundern.